And the winner is... Ganz so weit ist es noch nicht, aber die Nominierungen für das Goldene Lenkrad, die stehen fest. Und damit herzlich willkommen bei Autobild TV, das Magazin. Das Goldene Lenkrad. Wer wird der beste Supersportler des Jahres? Rennfahrer und die Suche nach dem einzig Wahren. Der bremsende Schuh. Flipflops, High Heels oder Gummistiefel. Wie gefährlich ist das falsche Schuhwerk beim Bremstest? Das scharfe S. Der Name ist neu, aber es bleibt ein Traumauto. Eine exklusive Ausfahrt im neuen Mercedes S-Coupé. Es ist der bedeutendste Automobilpreis in Deutschland, das Goldene Lenkrad. Jedes Jahr werden die besten Neuerscheinungen des Jahres von den Lesern und den Usern der Autobild und der Bild am Sonntag gewählt. Wenn die Nominierungen dann feststehen, dann kommt die Jury und testet die besten Autos des Jahres. Besonders heiß ist der Kampf in diesem Jahr bei den Supersportlern. Die Leser haben entschieden und nun hoffen Nissan, Porsche, Jaguar, BMW und Lamborghini auf das Goldene Lenkrad. Wir haben uns exklusiv von der Rennfahrerjury auf der Strecke so richtig durchschütteln lassen. Es kann nur einen geben. In diesem Fall ist das kein Highlander, sondern ein High Performer, also ein Supersportwagen. Wenn die Jury beim Goldenen Lenkrad hier antritt, geht der Spaß los. Denn in dieser Klasse sind vor allem die Urteile der Rennfahrer gefragt. Wer hat das beste Handling, wer vereint Sport und Alltag und wer macht einfach am meisten Spaß? Verrückt, aber wahr. Ein Porsche ist in diesem Fall der Schwächste im Feld. Der Cayman Gran Turismo Sport hat 340 PS. Aber die Kraft ist hier nicht entscheidend, die Kraftentfaltung schon eher. Ich finde ihn ziemlich flach. Ich meine, der zieht von unten bis oben ziemlich gleich. Und meine bleibt ja auch bei der Getriebe zum Beispiel, der schaltet sehr sanft. Ich würde sagen, das ist so ein romantisches Sportauto. Und wenn ich meine romantisch ist, so, da gibt es keine Überraschungen. Man mag den ziemlich schnell. Wenn Romantik so aussieht und sich so anhört, wird einem das Mögen aber auch leicht gemacht. Was hier einfach im Porsche raussticht, ist einfach Ansprechverhalten. Und das Auto ist im Grenzbereich einfach immer. Du weißt ganz genau, was als nächstes kommt. Das Auto ist gut lesbar. Und das ist das, was du dir als Fahrer dir wünschst, weil du dann immer dich sehr gut an den Grenzbereich rantasten kannst und sehr einfach das Auto im Grenzbereich zu bewegen ist. Der Cayman GTS ist gutmütig schnell und in diesem Feld sogar fast günstig. Als einziger bleibt er unter der 100.000-Euro-Marke. Auch das Jaguar F-Type Coupé kann man für weniger als 100.000 Euro bekommen, aber nicht in der R-Version, die vor den Rennfahrern um den Kurs gescheucht wird. Dauergrinsen und Gänsehaut-Sound. Aber nicht so straff wie der Porsche. Hier merkt man sofort, dass es ist mehr wie ein... Wir haben mit Omnibus zu fahren. Aber trotzdem, Balance ist gut. Es ist nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass es so weich ist. Aber für den Alltag ist das schön. Oh, schau mal, man kann auch quer fahren. Ui, 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 ui. Ein bisschen leichtes Heck. Aufpassen. Ja, aufpassen. Denn auf der Rennstrecke braucht dieses Auto einen Könner am Steuer. Auf der einen Seite bremst sich ein, auf der anderen Seite ist teilweise ein bisschen überfordert, dass er doch hinten weggeht. Jetzt hier zum Beispiel Vollgas, Vollgas, bin Vollgas, Vollgas. Und jetzt kommt er erst wieder, wenn er gerade steht. Das ist halt nicht unbedingt typisch Sportwagen. Das ist mehr Gran Turismo. Aber wie gesagt, die Leistung ist sehr beeindruckend. Hängt sehr gut am Motor. Für einen Sieg im Finale spricht die Alltagstauglichkeit und die Form zum Verlieben. Der F-Type sticht einen mitten ins Herz. Ähnlich wie sein Urahne, der E-Type, könnte auch dieser hier zu einer Legende werden. Von dem hier gab es noch keinen Vorläufer und trotzdem hat er das Zeug, zu einem sagenumwobenen Auto zu werden. Der BMW i8 sieht aus wie eine Konzeptstudie und im Vergleich zu den anderen Sportwagen in diesem Feld wirkt er auch so. Er kann rein elektrisch fahren, um die Umwelt zu schonen. Aber wenn der Dreizylinder-Turbo sich dazugesellt, wird der i8 zu einem 362 PS starken Hybrid-Sportler.
Plug-in-Hybrid, das ist sicherlich für die nahe mittlere Zukunft die optimale Lösung, weil du eben nicht elektrisch von der Reichweite her gebunden bist, sondern du kannst dann mit dem Verbrennungsmotor weiterfahren. Und das ist für mich eine total coole Geschichte. Jetzt in Verbindung mit dem i8 hast du eigentlich keine Verzichte. Du kannst in der Stadt emissionsfrei fahren, fährst raus aufs Land, gibst Gas und dann geht es auch richtig vorwärts. Das muss ich sagen. Ich habe das Auto heute zum ersten Mal gefahren und bin von Fahrleistung sehr stark beeindruckt. Beeindruckend ist auch der Verbrauch im EU-Zyklus. Nur 2,1 Liter will der BMW i8 auf den ersten 100 Kilometern haben. Über den grünen Pfad zum goldenen Lenkrad. Die Wundertüte in der Sportwagenwelt heißt Nissan GT-R. Die neue Nismo-Version ist so etwas wie die Anabolika-Spritze für Godzilla. Noch einmal 50 PS extra und damit 600 Pferdchen unter der Haube. In gerade einmal 7 Minuten und 8 Sekunden umrundet dieser Kamikaze-Kreuzer die Nordschleife. Obwohl das jeder weiß, überrascht der Nissan immer wieder. Ich habe das nicht erwartet, muss ich sagen. Ich habe zwar schon Gutes gehört von meinen Kollegen. Man setzt sich rein, es ist so ein bisschen viel Plastik und ja, ein bisschen viel Shishi da mit Computer, Onboard, Display-Geschichten. Da kann man ja alles abrufen, was man will. Das finde ich okay für die PlayStation. Aber hier ist mir das dann doch ein bisschen zu viel. Aber das macht so einen Spaß, das Auto. Nissan GT-R gefällt mir. Der eingebaute Gefällt-mir-Button ist aber nicht nur etwas für die Facebook-Generation. Also für mich ging heute ein Wunschtraum in Erfüllung. Ich kenne das Auto von Testfahrten am Nürburgring, wenn er mir meistens vorbeigefahren ist. Ich habe immer den Wunsch gehabt, ich möchte das Auto mal probieren, was steckt da drin. Und heute muss ich sagen, für mich eine tolle Erfahrung. Chapeau, der Wolf im Schafspelz. Das ist wirklich ein total cooles Fahrzeug. Vor allen Dingen, was mich auch begeistert hat, waren das Eingreifen der Regelsysteme. Du kannst eigentlich wirklich wenig verkehrt machen. Genauso wenig macht auch der Nissan verkehrt. Sein Gesamtpaket Supersportler mit 4 Sitzen und großem Kofferraum hat gute Chancen auf das goldene Lenkrad. Es sei denn, er schnappt es ihm weg. Der Lamborghini Huracan, der wild gewordene Stier aus Sant'Agata in Italien. Willst du haben Spaß, musst du Lamborghini fahren. Das ist richtig. Nee, der Lamborghini ist natürlich schon an der Obergrenze, was auch mal auf der Straße so verträgt. Und es ist auch ein Auto, was mit seinen ganzen Genen und was er darstellt, auch gut auf eine Rennstrecke passt. Ne? Da kannst du auch eine Hausfrau reinsetzen. Wenn sie nicht ganz dumm ist, schmeißt das Ding nicht weg. Also rundherum tolles Auto. Pferde aus einem 10-Zylinder-Mittelmotor. Diesen italienischen Muskelprotz lieben auch Rennfahrerinnen. Das Auto ist einfach so toll zum Fahren. Es macht wirklich Spaß. Es ist sehr, sehr stabil auf der Rennstrecke. Hat unglaubliche Leistung beim Bremsen, beim Lenken, die Getriebe. Einfach alles passt genau zusammen. Wenn alles zusammenpasst, dann holt der Lamborghini das goldene Lenkrad. Aber ob er der einzig wahre Supersportler des Jahres ist, wird sich erst am 11. November entscheiden. Dann steigt die Auto-Oscar-Nacht. Auch wenn sie alle Traumwagen sind, es kann nur einen geben. Das ist nicht nur beim Highlander so. Der Kampf um das goldene Lenkrad bei den Sportwagen wird hart geführt. Aber auch in den anderen Klassen wird es nicht wirklich leichter für die Jury. Hier die Nominierungen. Zum 39. Mal wird er verliehen, der wichtigste Autopreis Europas. Das goldene Lenkrad, gerne auch der Auto-Oscar genannt, ist deshalb so spannend, weil die Entscheidungen von Europas größter Jury getroffen werden. Die Leser und User der Bild am Sonntag und der Autobild Europa wählen aus 45 Modellen ihre Jahreshighlights. Die Sieger der Klassen Kleinwagen und Cabrios werden in diesem Jahr direkt von den Lesern gewählt. Bei den anderen 4 Klassen kommt zusätzlich noch eine Fachjury zusammen, fährt, testet und prüft auf dem Fiat Pirelli Reifentestgelände im italienischen Balocco. Neben den Sportwagen gibt es noch die Kompakten, die Mittel- und Oberklasse sowie die SUV. In der Kompaktklasse treten immer mehr Crossover-Modelle an. Citroën kommt mit dem Cactus, Nissan fährt im Qashqai vor und auch Mercedes hat sich mit dem für die Marke eher ungewöhnlichen GLA ins Finale gekämpft. Aber auch die Kompaktvans sind auf dem Vormarsch. BMW mit dem 2er Active Tourer und VW mit dem Sportsvan.
Ja, ich bin jetzt das 13. Mal in der Jury dabei. Es ist wirklich auch sehr, sehr interessant, die Autos in den vier Kategorien dann so im direkten Vergleich eben fahren zu können und auch die Unterschiede dann tatsächlich direkt spüren zu können. Bei den SUV ist Jeep mit dem neuen Cherokee vertreten und Range Rover mit dem Sport. Dagegen treten der neue Lexus LX, der schräge X4 von BMW und der Porsche Macan an, die eher auf die Coupé-Linie und sportliches Fahren setzen. Bei der Mittel- und Oberklasse zeigt der Cadillac CTS, dass man in Europa wieder Lust auf US-Cars hat. BMW kommt mit dem neuen 4er Grand Coupé. Klassischer wird es dann beim VW Passat und bei der Mercedes C-Klasse. Das Limousinen-Duell. Mutti fährt wieder, als würde sie auf dem alten Schiffskutter sitzen. Dabei ist es Mercedes C-Klasse, die sich ja schon fast ein bisschen anfühlt wie so eine kleine S-Klasse. Wobei man in der S-Klasse eigentlich lieber hinten sitzt und hier bei der C-Klasse macht es vorne doch sehr viel Spaß. Sie alle kämpfen um Europas begehrteste Trophäe in der Autowelt. Und am 11. November werden wir wissen, wer sich am Ende nicht nur mit einem Aufkleber auf der Motorhaube zufrieden geben muss. Früher war ein Rolls-Royce eine ganz klassische Luxuslimousine für Menschen mit Chauffeur. Bald kommt aber ein Rolls, den die Welt noch nicht gesehen hat. Hier unser Autobild Insider. Seit dem Produktionsende des Urquattro und des davon abgeleiteten Sportquattro vor 23 Jahren geistert die Neuauflage der Legende durch den Audi-Vorstand. Technisch wird sich der neue Quattro am nächsten A6 mit dem internen Kürzel C8 orientieren. Kein kleines Auto also, aber Platz für 4 plus Gepäck stand als Muss im Lastenheft. Neben dem Coupé soll es auch einen offenen Quattro geben. Ein emotionaler Mix aus Roadster und Speedster. Der stärkste Ford Focus ist wieder da. Diese Aufnahmen zeigen den neuen Focus RS bereits weitgehend ungetarnt auf dem Nürburgring. Der Kompaktsportler soll mit rund 330 bis 350 PS auftrumpfen. Die Leistungssteigerung zum Vorgänger liefert ein bereits aus dem Mustang bekannter 2,3 Liter EcoBoost Vierzylinder, der die Vorderräder antreibt. Für die bessere Traktion soll ein elektronisches Sperrdifferential sorgen. Außerdem wird im Vergleich zum Serienfokus die Bremsanlage vergrößert und das Fahrwerk sportlicher ausgelegt. Auch optisch unterscheidet sich der RS vom normalen Focus. Die Front wirkt aggressiver, die Seitenschweller wurden modifiziert und auch am Heck zeigt sich ein größerer Spoiler und eine veränderte Schürze. Der neue Ford Focus RS könnte bereits 2015 auf den Markt kommen. Der erwartete Preis liegt bei 34.000 Euro. Einen Luxus-Crossover wird es wohl von Rolls-Royce geben. Mit V12 Allrad und Luftfederung vom neuen BMW 7er. Auch ein Name kursiert schon, Cullinan, benannt nach dem größten jemals gefundenen Diamanten. Ab 2018 werden wir den Rolls zu sehen bekommen. Die Preise werden wohl weit jenseits der 200.000 Euro für dieses besondere Schmuckstück liegen. Denn die jährliche Produktion soll auf 2.000 Stück jährlich limitiert sein. Für viele Frauen ist es ein Traum, möglichst viele verschiedene Schuhe zu haben. Das Problem daran, bei uns muss man dann auch damit bremsen. Wir haben den Test gemacht. Wie viel länger wird der Bremsweg, wenn man von Turnschuhen auf High Heels umsteigt? Eine Vollbremsung aus 110 km/h. Natürlich kostet das erstmal Überwindung, aber an sich kein Problem. Wenn allerdings Redakteurin Daniela P. Möller am Steuer sitzt und Testredakteur Manfred Klangwald neben ihr, sieht das schon anders aus. Das liegt nicht an, oh je, Frau am Steuer. Diese Aktion soll zeigen, dass Mode, in diesem Fall Schuhmode, gefährlich sein kann. Frei nach Zalandos Motto, schrei, wenn du bremst. So. Der Traum einer jeden Frau, 13 Paar Schuhe. Aber ich will sie nicht nur anziehen, sondern ich möchte hauptsächlich auch wissen, wie gut ich mit jedem Schuh bremsen kann. Vom Laufschuh über Holzklocks, Flipflops, Plateauschuhe, Gummistiefel, Zehentrenner bis zum Designer High Heel. Wir wollen wissen, wie wirkt sich das Schuhwerk auf den Bremsweg aus? Startfrei für den Laufschuh, um eine Referenz zu bekommen. Der Schuh bietet optimalen Halt, perfekten Sitz. Nach gemessenen 37,6 Metern kommt der rote Mitsubishi zum Stehen. Dass die Bremswege mit anderen Schuhen nicht kürzer werden, ist klar. Aber es sind manchmal auch nur Zentimeter, die über Leben und Tod entscheiden.
Schon beim Anziehen, der 12 cm Plateau-Pumps im Leo-Look, Modell Katzenberger, hat unsere Daniela Schwierigkeiten. Gefühl im Fuß? Fehlanzeige. Manfred Klangwald gibt das Kommando zum Bremsen. Die Schuhspitze hängt beim Wechsel vom Gas auf die Bremse hinter dem Pedal fest. Hektik. Dann endlich drücken die 3 cm der Plateausohle das Pedal Richtung Asphalt. 39,1 Meter, anderthalb Meter mehr als mit dem Sportschuh. Also erstmal ist es schon ein kleiner akrobatischer Akt, überhaupt reinzukommen. Das ist nicht ganz ohne. Dann hat er ja 13 cm Absatzhöhe. Und das ist auch etwas schwierig im Fußraum natürlich. Und wenn man dann damit bremst, dann verkeilt sich der Absatz ganz übel unter dem Bremspedal. Und ja, da ist dann kein Vorwärts und kein Rückwärts mehr in dem Moment. Und man verliert eigentlich den Schuh. Also schon eine ganz schön gefährliche Waffe. Die Killer-Stilettos sind allerdings nicht die mit dem schlechtesten Ergebnis. Überraschenderweise war der schlechteste dieser hier, weil ich damit komplett vom Bremspedal gerutscht bin und das schlechteste Ergebnis mit Abstand eingefahren habe, obwohl die Sohle gar nicht so glatt ist, wie man denken würde. Also sie ist, hat zwar nicht so ein extremes Profil jetzt, aber es ist halt trotzdem nicht extremst glatt. Und hinten hat man, denkt man ja auch noch Halt, aber beim Bremsen halt überhaupt nicht. Der war ganz, ganz schlecht. Vorschriften für das richtige Schuhwerk beim Autofahren gibt es nicht. Im Falle eines Unfalls zahlt die Kfz-Haftpflicht den Schaden des Unfallopfers. Ob aber die Versicherung den eigenen Schaden zahlt, hängt vom Einzelfall ab. Berufskraftfahrer sind allerdings verpflichtet, feste Schuhe zur Unfallverhütung zu tragen. Sollte aber auch für den normalen Autofahrer gelten. Also so richtig neue Erkenntnisse gewonnen haben wir eigentlich nicht. Das kann man definitiv sagen. Ich glaube, jeder mit ein bisschen gesundem Menschenverstand kann sich vorstellen, dass man mit einem festen Schuh besser bremsen kann als mit irgendeiner Leichtlaufsandale. Das ist einfach so. Aber ganz wichtig ist, dass das Gefühl dafür stimmt. Das ist, denke ich mal, fast das Entscheidende dabei. Also ohne, dass wir jetzt auf den Meter oder auf den Zentimeter beim Bremsen gucken, dass die Dame, die da jetzt auf dem Bremspedal versucht, den Anker zu werfen, nicht im Schuh herumrutscht oder haltlos sich fühlt oder aus dem Schuh rausrutscht oder, wie wir das im schlimmsten Fall sogar gehabt haben, sich mit der Hacke irgendwie hinter der Fußmatte verhakt. Also ganz wichtig ist von vornherein volle Kraft aufs Pedal. Nicht zurückschrecken, weil das ABS reagiert und man hat das noch nicht mitgemacht und das tackert und klackert und man hat Angst, das Auto geht kaputt. Direkt mit dem ersten Druck gewinnt man die richtige Kraft für die Bremse. Später hinterher drücken, das bringt fast nichts mehr. Es muss von vornherein wirklich die ganze Kraft des Beins aufs Pedal gebracht werden. Modeexperten wissen, die falschen Schuhe ruinieren jedes Outfit. Aber wer sieht das schon im Auto? Da gehen auch Turnschuhe zum Abendkleid. Und auf dem Parkplatz kann man dann schnell in die Partypuschen schlüpfen. Früher hieß er mal Mercedes CL, jetzt hat er einen neuen Namen, S-Klasse Coupé. Im Grunde genommen so etwas wie Luxus für Selbstfahrer. Wenn man die Stuttgarter Speerspitze nicht unbedingt auf dem Rücksitz erleben möchte und damit auch auf die hinteren Türen verzichten kann, dann ist das hier der Traum vieler Autofahrer. Und genau diesem Traum haben wir uns einen Tag ganz und gar hingegeben. Italien, die Toskana. Was für eine inspirierende Landschaft. Hier habe ich meine Staffelei aufgestellt. Kunst kommt ja von Können. Das Gemälde habe ich im Kopf, mein Problem. Von da über den Arm, die Hand, den Pinsel geht einiges an Kreativität verloren. Vielleicht sollte ich doch erstmal eine Pause machen. Wenn ich tatsächlich mal mit meinen Bildern so richtig Geld mache, dann kaufe ich mir einen echten Traumwagen. Ach ja, das wär's doch. Ein S-Klasse Coupé, am liebsten als AMG Edition One. Boah, ist das jetzt meiner? Träum weiter, aber mitfahren darfst du. Echter Traum. Und jetzt sitze ich drin, Edition One. Das Ganze hat leider auch einen Hammerpreis, nämlich 181.000 Euro. Aber jetzt mal ehrlich, dieses Auto ist jeden Cent wert. 5 Meter lang ist das S-Coupé, eine Skulptur auf Rädern.
die Proportionen so gestaltet, wie es einem echten Coupé entspricht. Kurze Überhänge, lange Motorhaube, flaches Greenhouse und ein knackiges Heck. Zum Vorgänger ist das Auto um 65 mm kürzer geworden. In der AMG-Version haben die Ingenieure aus Affalterbach das Coupé noch schärfer gemacht. Fahrwerk, Bremsen, Leistung, alles ist auf Performance ausgelegt. Der 5,5 Liter V8 Biturbo hat 30 PS und 200 Newtonmeter mehr Drehmoment als die Serie. Auch akustisch legt das Konzert der Abgasanlage noch einen drauf. Das 7-Gang-Speedshift-Getriebe jagt durch die Gänge. Die digitale Tachonadel schlägt nach 3,9 Sekunden bei Tempo 100 an. Durch die optionale Viermatik, den Allrad von Mercedes, liegt die Kraftverteilung bei 33% auf der Vorderachse und 67% auf der Hinterachse. Als Baureihenleiter sind Sie maßgeblich an diesem Auto beteiligt, verantwortlich. Wenn es jetzt hier so steht, was ist das wirklich Besondere für Sie? Ich glaube in erster Linie Design. Wir haben die Proportionen etwas eingedampft, was wir nie machen. Eigentlich wird man größer, höher, breiter, länger. Hier ist alles etwas reduziert. Insbesondere das Heck haben wir zusammengeschoben. Und das gibt jetzt die Chance, richtig geiles Design ins Auto zu bauen. Gucken wir uns mal an, hinten das Heck. Wie aus einem Guss, also das Auto von hinten. Und ich hoffe, die meisten werden es von hinten sehen. Das sieht einfach schön aus. Stichwort Technik. S-Klasse kennen wir, die Technik ist natürlich auch hier mit dran verbaut. Was ist ein Punkt, den Sie hier hervorheben würden? Also Technik, das hat alle Gene der S-Klasse, das ist mal wichtig. Alle S-Klasse-Gene in Richtung Sportlichkeit getrimmt, bisschen vom Komfort aufgegeben. Und jetzt, das ist ein knackiges Auto, was sich unheimlich leichtfüßig fährt. Der Innenraum. Wer hier einsteigt, will nie wieder aussteigen, verspricht der Pressetext vollmundig. Leider wahr. Opulent und luxuriös. Dass die Passagiere hinten etwas beengt sitzen und nicht selber entscheiden dürfen, ob sie die Fenster runtermachen wollen, sei's drum. Luxus pur und Leistung satt, so hat man es doch gerne. Und dazu diese wunderschöne Landschaft hier in der Toskana, das muss man doch einfach genießen. Hey, aufwachen, aufwachen. Was für ein Traum. Der Schlüssel, wo kommt der eigentlich her? Egal, ich habe eine Eingebung, kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Vielleicht doch besser, wenn ich den Malerhut an den Nagel hänge und irgendwas mit Autos mache. Das war's für heute. Beim nächsten Mal zeigen wir Ihnen einen Ausflug auf die Rennstrecke von Las Vegas. Auch wenn ich selbst dabei war, habe ich kaum Erinnerungen daran. Aber gut, lassen wir das. Gehen Sie doch mal in der dunklen Jahreszeit um Ihren Wagen und checken Sie die Beleuchtung, damit nicht nur Ihnen ein Licht aufgeht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.